Um 21.16 Uhr am 25. April 2013 startete eine Maschine des Ministeriums für Innere Sicherheit der USA vom Rafael Hernández Flughafen in Aguadilla auf Puerto Rico zu einem Routineflug. Kurz nach dem Start bemerkte die 4-Mann-Crew des DHC-8 Turboprop ein pinkrotes Licht über dem Ozean, nordwestlich vom Flughafen. Da sie von keinem Verkehr wussten, kontaktierten sie den Tower, welcher eine visuelle Sichtung des Lichts bestätigte, ohne die Identität zu kennen, denn das unbekannte Flugobjekt hatte kein Transpondersignal und keine Kommunikation zum Tower. Es näherte sich der Küste und drang dann in den Luftraum des Rafael Hernández Flughafens ein. Gegen 21.20 Uhr flog das unbekannte Flugobjekt dann in geringer Höhe direkt über das Rollfeld des Flughafens. Das Licht des Objekts ging aus, zur selben Zeit, als es auch in den Luftraum eindrang und die Crew des Flugzeugs die Aufnahme mit einem Infrarot-Videosystem, welches an Bord war, startete. Das unbekannte Objekt konnte also nur noch über das Infrarotsystem weiter beobachtet werden. Das 3 Minuten und 54 Sekunden lange Video zeigt das Objekt für 2 Minuten und 56 Sekunden, wie es aus Richtung des Ozeans kommt, dann über Land fliegt, wobei es zweimal den Flughafen überquert und letztendlich im Ozean verschwindet. Im Oktober 2013 hat dann eine Person, welche anonym bleiben möchte, eine Kopie des Videos veröffentlicht. Der Fall und das Video wurden von der SCU, einer Gruppe von Wissenschaftlern und Spezialisten, gründlich untersucht. Sie fertigten einen 162 Seiten langen Bericht an, an dem die 6 Autoren 1,5 Jahre lang gearbeitet hatten. Sie kennen die Person, welche das Video veröffentlicht hat, persönlich und haben sie interviewt. Außerdem konnten sie über sie auch den Hauptzeugen, also den Piloten des Flugzeugs, Fragebögen ausfüllen lassen. Die Analysen des Videos ergaben, dass es sich um kein natürliches oder bekanntes von Menschen gebautes Objekt handelt. Zusätzlich wurde das Video von einem Radar bekräftigt, welches die Flugbahn des Flugzeugs und 16 Minuten lang unbekannte Ziele über dem Ozean zeigt. Das Flugzeug selbst hatte das Objekt nicht auf dem Bordradar, da es nur mit einem Radar für Schiffe ausgestattet war. Weitere Radardaten von der Air Force oder der Bundesluftfahrtbehörde wurden leider nicht freigegeben. Durch das unbekannte Flugobjekt verspätete sich womöglich auch der Abflug eines Flugzeugs, welches eigentlich um 21.10 Uhr starten sollte, aber dann erst um 21.26 Uhr startete. Einmal sieht man das Flugobjekt hinter einem Baum verschwinden, was bedeutet, dass es unter 12 Metern Höhe flog und das ohne Licht, was auf eine sehr präzise Kontrolle hindeutet. Durch Triangulationsberechnung von Videoausschnitten konnten auch die Größe und die Geschwindigkeit des Objekts berechnet werden. Es war 1 bis 1,5 Meter im Durchmesser und die Geschwindigkeit variierte zwischen 60 und 190 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug etwa 130 km/h. Die Zeugen an Bord des Flugzeugs konnten keine konkrete Form des Objekts erkennen, aber es war wahrscheinlich rund bis oval. Es änderte ständig die Geschwindigkeit und konnte auch die Richtung ändern. Die Wärmebildkamera zeigt, dass es Wärme ausstrahlte, die ebenfalls variierte. Im Zentrum war es mindestens 40 Grad Celsius heiß. Als das Objekt ins Wasser stürzte, änderte sich die Geschwindigkeit nur minimal und es bewegte sich im Wasser mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 150 km/h. Auch die taumelnde Bewegung des Objekts hört kurz bevor es ins Wasser stürzt auf. Wie man im Video sieht, teilt sich das Objekt in zwei Objekte auf, kurz nachdem es in den Ozean eintaucht und dann wieder auftaucht. Die Videoanalyse der SCU ergab, dass es sich dabei um keine Spiegelung und kein zweites Objekt, welches aus dem Wasser auftaucht, handelt. Kurz bevor sich das Objekt aufteilt, wächst innerhalb weniger als einer Sekunde das Wärmebild des Objekts und danach teilt es sich dann auf. Beide Teile fliegen in gleicher Geschwindigkeit weiter, bis sie allmählich im Ozean verschwinden. Dem Piloten nach soll 15 bis 30 Minuten vor der Aufnahme des Videos auch ein anderer Pilot eine Formation von pinkrötlichen Lichtern über dem Rollfeld des Flughafens gesichtet haben. Außerdem versendete eine weitere anonyme Person mit Insiderwissen E-Mails an verschiedene Untersucher, in denen sie die Echtheit und die Ungewöhnlichkeit des Videos bestätigt. Die SCU kam zu dem Schluss, dass es kein Schwindel war und dass es auch sonst keine Erklärung für das Objekt gibt, denn kein Vogel, kein Ballon, kein Flugzeug, keine Drohne und kein anderes bekanntes Flugobjekt kann sich mit über 140 km/h unter Wasser bewegen, hat eine minimale Geschwindigkeitsverringerung beim Einschlag ins Wasser, fliegt ohne Navigationslichter in geringer Höhe über ein bewohntes Gebiet und kann sich in zwei Teile aufteilen. Falls es sich um eine neue Technologie gehandelt hat, stellt sich die Frage, warum es dort über bewohntem Gebiet geflogen wurde.
2017 gab der Leiter des Ausschusses der argentinischen Luftwaffe für Luft- und Raumfahrtphänomenforschung, Ruben Lianza, einen Bericht raus, der aussagt, dass es sich um zwei vom Wind getragene herzförmige Himmelslaternen handelt, die von einem Resort aus Richtung Osten angeflogen kamen und sich dann später voneinander lösten. Die SCU widerspricht aber dem Bericht, denn der Bericht von Ruben Lianza geht nicht auf die Radarspuren im Nordwesten und nicht auf die Aussage des Piloten, der es im Nordwesten höher als sein eigenes Flugzeug gesehen haben will, ein. Lianzas Bericht beginnt mit dem Fazit, dass es sich um Himmelslaternen handelt, und geht dann nur auf die Videoausschnitte ein, die zu seiner These passen. Das hält die SCU für eine falsche Herangehensweise. Die schnelle Bewegung soll durch die Bewegung des Flugzeugs selbst entstanden sein. Das erklärt jedoch nicht, wie das Objekt hinter Bäumen und im Wasser verschwinden konnte, was Lianza wiederum als optische Illusion beschreibt. Die SCU sagt, dass außerdem die Windstärke zu hoch war, als dass eine Himmelslaterne standhalten könnte. Und wären es zwei Laternen gewesen, hätte das Infrarotsystem es schon früher erkannt.